Thunderbird war lange Jahre mein treuer Begleiter, wenn es um E-Mails ging. Die Popularität des E-Mail-Clients ist aber in den letzten Jahren rapide gesunken. Woran das lag und warum Thunderbird aktuell nur noch ein Schattendasein fristet, schauen wir uns nach dem Intro an. Das Video ist jetzt natürlich geprägt von meinen Erfahrungen und meinen Meinungen. Ich bin natürlich immer daran interessiert, wie du die Sache siehst. Gerne kannst du die Kommentarfunktion dafür nutzen. Meiner Meinung nach haben die Entwickler von Thunderbird viele Fehlentscheidungen getroffen. Ganz aktuelles Beispiel ist die OpenPGP-Unterstützung. Damit konnte man schon immer Mails verschlüsseln, musste das Ganze aber kompliziert nachrüsten in Windows. Erst seit 2020 unterstützt Thunderbird PGP jetzt integriert, also ohne Nachrüstung per Add-on. Das war eine der großen Fehlentscheidungen, dass bestimmte Dinge, die eigentlich zum Standard gehören bei Mails, nicht im Programm selbst integriert wurden, sondern Nutzer darauf angewiesen waren, dass es Add-on-Entwickler gab, die diese Funktionalität nachrüsten. Eine andere große Fehlentscheidung war, dass es kein Angebot gibt für mobile Nutzer. Seit Einführung des iPhones hat sich eigentlich herauskristallisiert, dass Betriebssysteme wie iOS oder Android einen großen Marktanteil annehmen. Firefox ist ja dieser Entwicklung zum Beispiel mitgegangen. Thunderbird ist diese nicht mitgegangen. Thunderbird bleibt also nach wie vor ein Desktop-Mail-Client, aber Desktops sind halt aktuell auf dem Rückzug. Eine weitere schlimme Fehlentscheidung, wie ich finde, war die fehlende Kalenderintegration bis 2015. Erst 2015 haben sich die Thunderbird-Entwickler entschlossen, Lightning, also den Kalender, wir können ja hier mal reingehen, in Thunderbird zu integrieren. Auch damals hat natürlich Thunderbird schon immer Outlook als Konkurrenten gehabt und da war eine Kalenderfunktion natürlich drin. Bei Thunderbird musste ich mir die erst nachrüsten. Das Lightning-Projekt, das jetzt mittlerweile fester Bestandteil von Thunderbird ist, wurde 2004 ins Leben gerufen. 2015, also geschlagene 11 Jahre später, wurde Lightning fest in Thunderbird integriert. Der Zeitraum war einfach viel zu lange und hat vermutlich viele Nutzer einfach zu anderen E-Mail-Clients getrieben. Damit war das Ziel, eine Outlook-Alternative bereitzustellen, verfehlt. Zudem fehlt bis heute die saubere Integration ins Betriebssystem. Windows 10 hat ja zum Beispiel ein Meldungssystem. Kann ich hier gerade mal aufmachen. Da habe ich einfach Benachrichtigungen und Meldungen drin. Mein EM-Client zum Beispiel oder natürlich auch Outlook schreibt hier neue Nachrichten rein. Das heißt, ich habe wie in jedem Betriebssystem eine sogenannte Meldezentrale, möchte ich es mal nennen. Dort kann ich dann auch komfortabel verwalten, welche Programme welche Meldungen anzeigen dürfen. Kennt man ja auch zum Beispiel von Android. Mittlerweile wird Thunderbird kaum noch genutzt. Es gibt von Litmus Erhebungen, dass zum Beispiel Thunderbird 2019 einen Marktanteil von 0,5% hatte und mittlerweile gar nicht mehr in den Top 10 E-Mail-Clients enthalten ist. Ich möchte auch mal einen Nutzer vorlesen, also das wäre jetzt mein Punkt, die Nutzer wandern ab. Das ist jetzt aus dem Heise-Forum ein Nutzer, der schreibt, ich verstehe die überschwängliche Bewertung von Thunderbird gar nicht. Okay, es ist Open Source und daher schon lobenswert. Aber mit vielen Add-ons zu werben, die die Funktionalität erweitern sollen, ist absoluter Unsinn. Gefühlt ist nur noch 1% der gelisteten Add-ons überhaupt mit der aktuellen Version von Thunderbird kompatibel. Die meisten Add-ons werden seit vielen Jahren nicht mehr gepflegt. Ich probiere gerade Thunderbird wieder mal nach einigen Jahren und muss sagen, an EM-Client oder Mailbird kommt es bei weitem nicht ran. Dem kann ich nur absolut beipflichten. Da sind wir ja jetzt auch schon beim Thema Add-ons und Nachrüsten. Es ist ja prinzipiell okay, nur ein Gerüst bereitzustellen und das kann man dann mit Add-ons erweitern. Da ist aber viel verschlafen worden einfach und Standardfunktionen hätte man trotzdem integrieren müssen. Was geht bis heute zum Beispiel nicht? Eine CardDAV-Synchronisation. Das heißt, ich kann meine Kontakte nicht synchronisieren. Das muss ich wiederum mit einem Add-on nachrüsten. Das Add-on wiederum hat das Problem, dass die Integration zu wünschen übrig lässt. Hier habe ich zum Beispiel den Dark Mode in Windows 10 und auch in Thunderbird gewählt und trotzdem habe ich hier noch Schaltflächen, die einfach nicht mitspielen. Es gibt auch keine Google-Kalender-Unterstützung, es gibt keine Exchange-Unterstützung, all das muss ich über Add-ons nachrüsten. OpenPGP hatte ich ja schon erwähnt, immerhin, das wurde mittlerweile integriert. Auch ganz witzig finde ich zum Beispiel, ich finde das eigentlich weniger witzig, aber das zeigt so ein bisschen die Absurdität dieser ganzen Add-on-Geschichte. Wenn ich hier oben auf Abrufen gehe, dann wird nur das Konto abgerufen, auf dem ich gerade stehe. Möchte ich alle Konten abrufen, muss ich hier extra ins Untermenü.
Jetzt gibt es ein Add-on, das genau das ersetzt, so dass dieser Abrufen-Button hier oben alle Sachen abruft. Das heißt, ich kann hier bis ins Klein-Klein hinein Sachen mit Add-ons nachrüsten, die eigentlich hätten im Hauptprogramm einstellbar sein sollen. Ich hätte mir gewünscht, dass Thunderbird als Open-Source-Lösung stetig weiterentwickelt wird und auch der Platzhirsch bei den Desktop-Clients bleibt. Ich muss aber sagen, das ist irgendwie gründlich schiefgegangen. Ich kann hier mal was zeigen. Ich habe hier zum Beispiel mal Thunderbird Portable offen. Das Ding ist, glaube ich, von 2013 oder 2014. Also da stecken jetzt hier mal geschlagene 6 Jahre Entwicklung drin. Ich gehe mal in die Versionen. Also das ist Thunderbird 31.1.2. Wir schauen mal, wann der rausgekommen ist. Der ist 2014 rausgekommen und jetzt haben wir 2021. Das heißt, knappe 7 Jahre Entwicklung liegen jetzt zwischen diesen beiden Fenstern. Das Einzige, was ich hier als Unterschied wirklich erkennen kann, ist der neue Dark Mode, der jetzt gekommen ist. Aber selbst der funktioniert nicht richtig. Hier unten sehe ich ja, dass der nicht wirklich bis zum Ende gedacht wurde. Ich weiß, dass das ein kontroverses Thema ist. Ich hätte mich, wie gesagt, gefreut, wenn Thunderbird noch eine Alternative wäre heutzutage. Aber Programme wie EM-Client zum Beispiel, die bieten einfach die Funktionalitäten, die ich brauche, out of the box, ohne Nachrüstung per Add-ons. Also habe ich mich für die entschieden. Ich freue mich natürlich jetzt noch über deine Meinung in den Kommentaren.